Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Another Present. Ich würde vorschlagen, da wir im letzten Part jetzt den Bunch of Keys bekommen haben, dass wir zuerst nach oben wieder mal in unser Schlafzimmer gehen. Ja, wir müssen einfach immer wieder ins Schlafzimmer, es führt kein Weg dran vorbei. Weil da war ja auch noch so die Tür zu unserem kleinen Waffenschrank rein, theoretisch, der ja normalerweise dahinter steckt. Schauen wir doch mal, was diesmal drin steckt. Das war der völlig falsche Raum. Oh, eine Ecke. So, hui. Was? Was? Aber, ey. Na gut, vergesst, was ich gesagt habe. Die Schlüssel sind nicht für alles im Haus. Aber da hinten ist auch noch ein Schlüsselloch. So. Wehe, es passt nicht. Geht doch. So. Kaum zu erkennen, in der Dunkelheit liegt etwas vor uns. Ein weiterer Schlüssel. Das ist aber schön. Das ist wirklich schön. Okay, nein, halt. Was bist denn du für ein Schlüssel? Hast du einen Namen? Lara's Closet Key. Ja, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Dann genau dorthin zurück, wo ich eben war. Kann man am einfachsten fit bleiben? Hab ein großes Haus, in dem du ständig rumlaufen musst. Spart das Fitnessstudio. Aber das habe ich natürlich eigentlich zusätzlich. Nur hier irgendwie nicht. Und was haben wir hier? Ah, wie schön. Ein paar Fäckelchen. Aha. Und Heilung. Und wer hat den blöden alten Teppich eigentlich hier reingestellt? Kann ich dich zerschießen? Ja, Teppiche sind auch neuerdings aus Glas, wisst ihr Bescheid. Was bist du? Ein Schal. Und noch ein Schlüssel. Warum ist hier eigentlich ein Haar drauf, wie für Harry Potter? Sind diese Truhen irgendwie aus Harry Potter geklaut? So, was ist das jetzt für ein neuer Schlüssel, den wir hier haben? Backdoor Key. Das heißt, ab jetzt kommen wir auf jeden Fall nach draußen. Das heißt im Klartext, dass wir den Schal auch wahrscheinlich draußen brauchen werden. Okay. Ich weiß jetzt nur gerade auch nicht ganz genau, obwohl doch, klar, die Hintertür haben wir doch schon gesehen. Oder ist das sogar die Hintertür? Oder, nee, dafür brauchen wir den Bunch of Keys, ne? Ja, genau. Mal gucken, was wir hier drin haben. Aha. Hier geht's irgendwie aufs Dach oder so. Okay, was auch immer darauf zu sehen ist. Ich sehe darauf irgendwie unten Messer, dann links Äxte und ein böser Gartenzwerg oder so. Total weihnachtlich, ich weiß, aber das erkenne ich da irgendwie gerade drauf. Okay, hier oben ist eine Klappe. Was ist mit der Tür? Die kann ich aber auch aufmachen. Okay, und was ist hier? Ha. Huh. Nicht viel anscheinend. So ein Gästezimmer oder so. Oder das Zimmer von Winston. Haha. Oder das ist das vom Dienstmädchen, die ist jetzt vielleicht auch bei uns eingezogen und das riecht mir nach einem Secret.
auch doch nicht. Warte mal. Aber hier dahinter kann man doch nicht umsonst herkriechen. Was gibt's denn hier? Ah, ja! Lara, nimmst du das bitte? Lara! Warum will sie das Ding denn gerade nicht nehmen? Das gefällt mir nicht. Okay, die Pakete kann ich hier nicht zerschießen. Aber warum... Lara! Warum willst du das Ding denn nicht nehmen? Oder soll ich das zerschießen? Ach so. Mensch, Spiel, schock mich doch nicht so. Ich dachte, das wäre jetzt voll das wichtige Item und doch kein Secret und dann sowas. Also wirklich. Das ist gemein. Ich meine, ich bin wenigstens drauf gekommen, dass ich das zerschießen musste, ne? Aber schon ein bisschen sehr fies. Aber na gut. Hier ist ein Riesenofen. Und hier ist noch ein kleines Badezimmer. Ja. Was kann ich hier machen? Hier kann ich gar nichts machen. Und hier ist auf jeden Fall Wasser, welches in der Dusche steht. Wir hätten den Stöpsel drin gelassen. Der nicht mal zu sehen ist. Ha. Okay. Und auch hier wieder kein Klopapier. Also Winston, da müssen wir nochmal drüber reden. Ach, ich habe hier sogar den Schal jetzt angelegt. Lara hat den trägt den Schal. Das ist ja niedlich. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Deswegen brauchten wir den Schal. Lara ist zu kalt ohne Schal. Die wollte dann einfach nicht raus wahrscheinlich. Ach, Lara, du bist ja süß. Nicht ohne meinen Schal. Cute. Meine Lara, mal ganz ehrlich, ne, hättest du in Schumpeter 2 diese Winterjacke im Flugzeug nicht gefunden, dann wärst du ohne Jacke, ohne alles in die Wildnis gegangen quasi. Also ins tibetianische Hochland. In Schumpeter 3 warst du zum Glück klüger, aber selbst da hattest du keinen Schal. Hier ist wieder so ein kleines Päckchen. Okay. Das Regal kann ich nicht untersuchen und das auch nicht. Hier sind wieder irgendwelche Schwerter und noch irgendwas. Oh, das ist so eine Drachenmaske wie aus Tomb Raider 2. Und wir haben hier anscheinend kleine Glühwürmchen im Haus. Niedlich. Ihr dürft hier gerne wohnen, wenn ihr wollt. Was ist das denn? Mein Puppenhaus. Das ist ja süß, ich habe ein Puppenhaus, aber ich spiele nicht mehr mit Puppen. Ich kann es echt zerstören. Das tut mir jetzt irgendwie leid. Ich meine, ich hatte auch als Kind nie ein Puppenhaus oder sowas, aber... Ich habe irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen, dass ich das kaputt gemacht habe. Weil es sah ja schon irgendwie ziemlich schön aus. Naja, was soll's, ne? Ha. Mhm. Ich habe nur keine Ahnung, welche Tür das gewesen ist. Geil. Sag mal, was ist hiermit eigentlich? Kann ich hier irgendwas machen oder so? Oder muss ich hier noch irgendwas verschieben? Nö. Dachboden ist anscheinend jetzt abgearbeitet. Okay, kann ich mit leben. Aber welche Tür ist denn eben aufgegangen? Schön, dass ich jetzt die Armbrust habe und alles, aber ich habe trotzdem immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich meine, klar, wir haben ja auch den Backdoor-Key, ne? Wir können auch nach draußen, aber das war ja noch eine Tür hier irgendwo jetzt, die aufgegangen ist. So normal, sage ich mal. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Deswegen, wo, Junge? Ich weiß es nicht. Das war ja die nicht die Zeittür. Das hier war das unheimliche Musikzimmer. War hier noch irgendwie eine geschlossene Türe, die jetzt aufgegangen ist? Ich glaube aber ehrlich gesagt
Nicht. Warum steht jetzt eine Bücherregal so vor? Das ist voll verdächtig. Okay. Ich weiß gerade echt nicht, wo diese Tür war. Wahrscheinlich unten irgendwo. Vermute ich doch mal ganz stark. Obwohl, da hinten, warte mal, da hinten. Ach nee, ist nur Fenster. Fenster. Okay. Dann drehen wir um. Dudeldi-dumm. Falsche Richtung. Lalala. Ach ja. Warte mal, ist hier die Tür aufgegangen vielleicht? Nee, schade, warum nicht? Die muss auch noch aufgehen. Also just saying, weil, ne? Und auch dieser Raum, der hatte viel zu wenig Bedeutung bisher halt. Oder kann ich mir den Weg freischießen? Nee, hätte mich aber auch gewundert. Aber, da ist doch auch noch irgendwas garantiert. Und wenn es nur ein Secret ist. Ach, seht ihr mal, da ist ein Schloss. Das heißt, ich muss da irgendwie durch diesen Kriechgang dahin kommen. Diese Tür ist, glaube ich, aufgegangen eben. Kann das wohl sein? Oh, da ist ein kleiner Wecker. Aha. Okay. Dann wollen wir mal das Schloss auf jeden Fall zerschießen. Genau, Backdoor. Das war der weiße Tee. Drachenemblem. Schal, Alarmuhr, kombinieren damit und dann bitte. Nein, noch nicht schießen. Einhändig, wie sie damit steht. Cool. Okay, dann wollen wir doch mal. Warum geht das denn nicht? Warum geht das nicht? Muss ich dafür noch näher ran, oder wie? Weil ich meine, wie soll das sonst gehen? Ah, geht doch. Wie viele Pfeile habe ich noch? Noch genug. Hab mich schon gewundert, ey. Das war doch wirklich mal Secret-like. Doch nicht? Ah, drücken. Oh. War das vielleicht doch für den Hauptweg? Weil jetzt müssen wir in die Garage. Wenn es nur für ein Secret wäre, dann, ne? Wäre das doch sicher hier schon alles gewesen. Hätte hier so ein Ding gelegen und fertig. Aber so? Also wenn es doch nur für ein Secret ist, dann lache ich. Weil so umständlich? Warum? Ich meine, kann man so machen, ne? Aber, warum? Nee, hier ist die Hintertür, glaube ich. Kann das sein, dass wir hier rauskommen? Aha. Aha, ja, aber wirklich, aha. Oh. Anscheinend, hier kommen wir raus. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, was passieren wird, wenn wir durch diese Tür durchgehen, obwohl... Ja doch, nee, geht. Das erfahren wir im nächsten Part dann gemeinsam. Was uns draußen erwarten wird, erfahrt ihr dann. Ich bin mal gespannt, aber es wundert mich auch, dass wir halt jetzt schon raus können, weil... Ich hatte das Gefühl, irgendwie noch nicht alles erledigt zu haben. Aber andererseits, was könnte ich noch erledigen? Weil ich war, glaube ich, jetzt überall, oder? Ich glaube schon. Naja, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall hier im nächsten Part wieder. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut und euch noch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg bei dem, was ihr vorhabt. Bis dahin macht's gut, eure Vampi. Ciao!